Guten Morgen, ihr Lieben. Gestern war der heißeste Tag des Jahres. Und die Babys konnten nicht hüpfen. Und heute wird es wieder heiß. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse jetzt in der Früh noch vor der Arbeit hüpfen. Die Lotte ist sehr frustriert über die Hitze. Und der Bruno. Und habe natürlich schon ein bisschen gezittert, dass nicht wieder irgendjemand auf Abwägen unterwegs ist, also vor allem die Lotte. Und jetzt, kurz vor Ende der Hüpfungszeit, kamen alle der Reihe nach wieder rein. Und jetzt gibt es Frühstück, bin ich natürlich sehr erleichtert. So, einmal für euch. Ups, komm her. Ich schaue jetzt zu uns ins Einkaufscenter und hole mir ein Kleid, falls die das noch haben, was ich gestern schon gesehen habe. Aber da war ich mir noch unschlüssig, ob ich das kaufen soll. Und zwar hatten die nur noch eins. Und das habe ich durch Zufall entdeckt, weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit ein anderes Kleid. Aber da war ich mir auch die ganze Zeit unsicher und die hatten das nur noch in S. Und dann habe ich das andere Kleid entdeckt, was eigentlich genauso aussieht und was nur ein anderes Muster hat. Und das gab es halt noch in XS, aber nur noch einmal. Und ja, dann dachte ich, ich überlege es mir nochmal. Und jetzt aber denke ich doch, dass ich es kaufe. Und schaue ich mal, ob die das noch haben. So, ich habe jetzt voll das Schnäppchen gemacht und zwar, ich zeige euch jetzt erstmal das Kleid. Das ist hier so ein kariertes Trägerkleid mit so einem Karo-Muster. Für mich gibt es eine kleine Stärkung und zwar Nektarine bei der Hitze. Hier geht ein bisschen Wind, da ist es gleich angenehmer, könnte ich jetzt stehen bleiben. Ich bin jetzt noch mal los und pflück Löwenzahn für die Babys. Da wo gestern noch Löwenzahn war, ist jetzt alles abgemäht. Super. Kein Löwenzahn für die Babys. So, nächster Tag und ich habe zwei Jacken zum Transportieren. Das ist nämlich meine neue Jacke. Ich zeige die euch daheim dann nochmal. Die ist nämlich richtig schön. So, also ich habe euch das Kleid zwar gestern schon gezeigt, aber da hatte ich die Rollos unten und
Da war es vom Licht her nicht so gut, deswegen zeige ich euch mein Schnäppchen jetzt heute nochmal. Und zwar ist das dieses karierte Kleid hier von Mango im Sale. Und das hätte eigentlich mal 29,99 gekostet, war auf 17,99 reduziert. Und ich habe es aber letzten Endes für 12,99 gekauft. Also echt das totale Schnäppchen. Und das Kleid ist aus Baumwolle und Leinen. Und ich finde es richtig, richtig süß. Und ich freue mich richtig. Das Kleid, das gab es noch in einem Blumenmuster, aber nur in S. Und irgendwie, im Vergleich zu dem XS, hing es halt an mir wie ein Sack. Und ja, jetzt habe ich das hier gefunden und ja, freue mich total darüber. Und dann wollte ich unbedingt eine Cordjacke haben. Also echt schon zu lange. Und ich hatte mir auch schon mal eine bestellt, aber die war irgendwie so sackartig an mir. Und jetzt habe ich eine gefunden für sage und schreibe 15 Euro. Und zwar hat mir die Louis von so einer Messe mitgebracht. Und ja, die ist auch total schön. Ich zeige euch nochmal, wie die aussieht. Und zwar ist das die hier. Die hat halt auch so eine schöne Farbe. Also das ist altrosa. Und ja, das Fellinnern ist auch total schön. Total weich. Natürlich jetzt bei den Temperaturen, aber ich ziehe sie mal an, dann zeige ich euch, wie das getragen aussieht. Das Kleid habe ich gedacht, mit einem T-Shirt drunter, mit einem weißen, hatte ich in der Umkleide schon probiert, aber ich bin jetzt zu faul, das anzuziehen, um euch das zu zeigen. So, aber die Jacke, die kann ich mal schnell überziehen. Heute früh war es total angenehm und ich dachte, ach ja, wenn so der Sommer wäre, dann wäre es schön. Und jetzt sind die Temperaturen aber leider wieder nach oben geklettert. Ich hoffe ja auf nächste Woche, da soll es angeblich kühler werden. Also Samstag, Sonntag noch richtig heiß und dann aber angeblich, wenn es stimmt, ich hoffe nächste Woche dann kühler. Passt jetzt vielleicht nicht ganz zur Hose und ich schwitze auch jetzt schon, aber das ist die Jacke angezogen. Ach so, und dann habe ich noch was Neues entdeckt. Zwar jetzt nicht für Süßigkeiten testen Video, ich habe es nämlich schon aufgemacht, zumindest die eine Packung. Aber das ist bei uns neu im Supermarkt gewesen, und zwar irgendwelche italienischen Waffeln. Und zwar die hier. Und zwar gab es die einmal in Vanille. Die habe ich schon aufgemacht, schmeckt auch eigentlich ganz lecker. Dann, ich konnte mich natürlich mal wieder nicht entscheiden und musste alle mitnehmen. Einmal in Zitrone mit Zitronencremefüllung und dann noch einmal mit Kakaocremefüllung. Ja, die zwei habe ich noch nicht aufgemacht. Habe ich erst überlegt, vielleicht für die nächste Candy Challenge, aber naja, ich war so neugierig und wollte das schon gestern testen. Aber ich habe eine Süßigkeit mitgenommen, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Und zwar habe ich jetzt von Kerrygold dieses Shortbread mitgenommen einmal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ihr habt mir geschrieben, das soll wirklich gut schmecken. Und ja, ich mag ja die Kerrygold-Butter ja schon so gerne und Butter ja sowieso. Deswegen bin ich da echt gespannt. Und dann habe ich noch die hier, einmal Cookie Dough. Also das habt ihr auch schon gesehen. Die habe ich beim letzten Süßigkeiten-Testen-Video nicht mit reingenommen, weil ja, das war ja mehr sommerlich angehaucht. Da hatte ich ja mehr so Sommersüßigkeiten, solche Limited Editions. Aber das habe ich auf jeden Fall noch und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann habe ich das hier, da freue ich mich auch drauf, weil ich hatte von Hitschler mal solche Erdbeerstangen mit Vanillefüllung. Und ja, die waren auf jeden Fall richtig lecker. Deswegen bin ich gespannt, die zu testen. Und dann fehlen mir noch zwei Süßigkeiten und ich hoffe, bis Juli finde ich noch zwei Stück für die nächste Candy Challenge dann. Aber die Sachen, finde ich, die sehen auf jeden Fall alle sehr lecker aus. Und Leute, ich habe wieder Mückenstiche en masse. Also ich habe an allen möglichen und unmöglichen Stellen auf meinem Körper habe ich Mückenstiche. Aber so schlimm. Also ich glaube, beinahe noch schlimmer als beim ersten Mal. Ich glaube, einmal habe ich es euch ja schon gezeigt. Also das ist echt übel. Ich zeige euch mal so einen kleinen Ausschnitt. Ich weiß nicht, was das ist, aber die Mücken haben mich echt zum Fressen gern.
Schaut euch das bitte an. Das ist eine Ansammlung von Mückenstichen an einer Stelle. Und ja, sieht echt aus, als hätte ich Windpocken mal wieder. Aber, also halt wirklich über das ganze Bein verteilt. Ich glaube, das kommt immer, wenn ich für die, ja, schaut euch mal das hinten an. Ich glaube, das kommt immer, wenn ich für die Babys Wiese pflücke. Und im Sommer ist man ja unten luftig, ne? Und dann scheinbar, glaube ich, pieksen nämlich alle. Und ich habe das halt echt am anderen Bein und an den Armen und wirklich am kompletten Bein von oben bis unten, vorne bis hinten. Oh, es juckt wie die Hölle. An den Armen, an meinen restlichen Körper. Ich habe überall diese Mückenstiche. Oh, ich sag's euch, das ist so schlimm unter den Kniekehlen. Überall, überall. Am ganzen Körper sehe ich so aus. Also ob ich Windpocken hätte oder sonst irgendeine komische Krankheit, aber es sind Mückenstiche und es juckt. Ich könnte mir die Haut runterkratzen. Ihr glaubt es gar nicht. Also das ist echt extrem bei mir. Oh, ist das fein. Da wird gegrunzt und geschmatzt. Jetzt mache ich die Rollos wieder runter und verbunker mich, bevor die ganz große Abendsonne kommt. Und es werde dunkel und es werde Licht. Wir sehen uns am Montag wieder um 19 Uhr und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Zeit. Macht's gut und bleibt mir gesund. Bis Montag. Tschüss.